Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du über den Sinos-Bot deinen eigenen Musikbot bzw. auch Support-Bot oder sonst was erstellen kannst. Aber heute geht es erstmal nur um den Musikbot. Und wie es weitergeht, siehst du nach dem Intro. Ja, was kann man alles bei den Musikbot machen? Wie man es auch hört, Musik abspielen zum Beispiel oder Support-Bot und solche Sachen. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach den Musikbot hinzufügen kannst. Vielleicht das Beste finde ich jetzt an diesem Sinos-Bot. Und zwar müsst ihr erst einmal hier auf die Seite von sinosbot.com gehen und euch erstmal ganz unten die Datei runterladen. In meinem Fall für Windows, aber ich mache es jetzt nicht, weil mein Sinos-Bot, also der Musikbot von mir, auf meinem Kumpel sein File-Server liegt. Sobald ihr die runtergeladen habt, bekommt ihr eine WinRAR bzw. eine ZIP-Datei, wo drin dann der Download ist, bzw. dann die Installationsexe. Bevor ihr die aber ausführt, ist ganz wichtig, der Musikbot, der läuft nur auf der Version 3.0.18.2 oder tiefer. Deshalb empfehle ich euch, entweder die Version runterzuladen oder die 3.0.12.2 oder 12.0, kommt drauf an, ich weiß es nicht so genau. Aber mit der hier funktioniert es auch, habe ich getestet. Ladet euch den runter und dann bekommt ihr ein kleines Server-Icon. Muss ich kurz gucken, ob ich das hier finde. Sinus-Bot. Genau, hier gibt es ein Icon. Ist das dann der Bot? Teamspeak, okay. So, und dann gelangt ihr halt auf diese Benutzeroberfläche. Als erstes müsst ihr dann in die Einstellung gehen. Beziehungsweise ihr kommt dann in die Einstellungen, weil ihr müsst ja erstmal euren Bot erstellen in der Hinsicht. Da geht ihr einfach auf Instanzeinstellungen. In meinem Fall heißt der Bot jetzt Krieger 20.001 Musikbot. Auch der Klientenname heißt so. Dann müsst ihr hier eure Host-IP eingeben und euren Port. In dem Fall geht er über meinen TS, bzw. den TS von meinem Kumpel. Der Port, also die IP ist eigentlich ist nicht so extremst relevant, aber der Port. Ja, tut mich korrigieren, wenn ich jetzt da falsch liegen tue. Dann könnt ihr hier auswählen, was euer Channel sein soll. In meinem Fall ist es der Channel 690. Das bedeutet, ist das, das ist bei mir. Der bei Krieger 20.001 Musikbot Channel, das ist die Nummer, und dann könnt ihr den erstmal hier unten auf Speichern und gut ist. Dann könnt ihr dann zum Beispiel hier unten einstellen, Songs ankündigen, das heißt No Blank, Prozent S, Ausrufezeichen. Da macht der No Blank. Und dann zum Beispiel von Mark Forster Au Revoir macht ihr dann den Titel. Also statt das hier kommt dann der Musiktitel. Kann ich aber alles jetzt nicht zeigen, weil ich jetzt gerade keine Musik vorhanden habe. Dann könnt ihr den Bot mal anmachen. So. Jetzt müsst ihr gleich angehen. Gucken wir mal kurz hier auf mein TS. Genau. Wie ihr seht, hier unten ist er. Krieger 20.001 Musikbot. Das hier ist normal. Jetzt kommt jetzt nur wegen unserem Server. So, ich mache da mal hier Musik kurz an, aber halt lautlos. Ich will es halt nur mal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier reingehe in den Musikbot-Channel. Channel switched. Ist aber kein Ton an, ist klar. Sound resumed. So, ihr seht, die Musik ist zwar an, aber ihr hört es nicht, weil das deaktiviert ist hier unten. Aber ihr seht, das Lämpchen ist an, also das heißt, er gibt die Musik ab. Sound Ihr muted. könnt das eigentlich mit jeder Musik machen, die ihr da so habt bei euch. Und ja, das war es eigentlich jetzt großartig zum Sinos-Bot, für den Musikbot, so gesehen. Ihr könnt dann noch Sachen einstellen, wie zum Beispiel solche Einstellungen wie hier. Das Erscheinungsbild, in welcher Farbe das Overlay, was der Hintergrund halt sein soll, eure Sprache, Scripts, das wäre zum Beispiel jetzt auch hier unten, die Willkommensnachricht zum Beispiel, also dass der Bot
dir eine Nachricht sendet, mit zum Beispiel: Willkommen zurück, schön dich wiederzusehen. Das hört man hier oben. Hier oben hört man noch einen News-Ticker. Da kommt dann ein Text durchgeraschelt mit zum Beispiel: Folge uns auf Facebook, Instagram, Snapchat und solche Sachen. Digital-Clock, das wäre auch so eine Sache, kann ich auch mal zeigen hier bei uns auf dem TS. Und zwar haben wir hier eine Uhr. Die geht nicht 100%, die hat kleine Macken, also mit der Zeitverschiebung. Bei mir ist jetzt zum Beispiel 1:49 Uhr, 1:48 Uhr, ist aber nicht schlimm. Und beim Support-Bot haben wir das mal so eingerichtet: Wenn man in den Support reingeht, können wir anschreiben, nicht dass er hier gleich kommt. Mach gleich einen Test. So. Jetzt weiterkommen, dass ich einen Test machen tue. Hier gehe ich in den Support-Channel bei uns rein, beziehungsweise ich warte hier auf Support. Channel switched. Und jetzt bekommen wir hier über den Bot von meinem Kumpel die Nachricht: Hey, Krieger 20.000 als Lukas ist ein Support-Channel, braucht Hilfe. Die Nachricht bekommt jeder Supporter bei uns auf den Channel. Hey, wake up. Beziehungsweise die Nachricht bekommt man, wenn man komplett neu ist, also ohne Admin, beziehungsweise ohne irgendwelche Rechte. Und die hier oben kommst du halt als Supporter. Das heißt zum Beispiel: Hey, Viscabasa, jetzt mal zum Beispiel genommen, ist im Support-Channel und braucht deine Hilfe. Zum Beispiel. Das wäre jetzt so eine Sache. So, ein Admin kann dich dann nehmen, runter in Support Channel move switched. und los geht's. Ja, ich hoffe, es hat dir das gefallen zum Thema Musikbot. Ganz so schwer ist es nicht. Ihr braucht halt nur die Version. Da könnt ihr eigentlich auch ganz easy oben drauf gehen auf diesen Bot. Bot, entschuldigt, auf diesen Link. Geht einfach mal ein TS3 downgraden. Da kommt das hier oben wegen Sinusbot. Ich packe euch auch alle Sachen in die Videobeschreibung. Das ist kein Problem. Da müsst ihr halt nur gucken. Am besten ist es, wenn ihr alles über Windows macht. Ich kenne mich jetzt nicht persönlich mit Linux-Server aus. Einfach hier draufklicken, dann auf diesen Link. Und dann bekommt ihr hier den Download für den gedowncredited Bot dann am Ende. Aber wie gesagt, jeder bekommt dann dieses Icon von Sinusbot. Hier dieses auf seinem Desktop. Und über den dann als Exe, beziehungsweise als Anwendung, dann kannst du auf dein Musikbot zugreifen, beziehungsweise auf das Panel zugreifen. Und ja, dann hoffe ich mal, zu euch hat das gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und einen Comment. Und wenn ihr Sachen habt, die ich vergessen habe, oder wenn es euch zu schnell ging, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann tue ich das euch, wenn ihr Interesse habt, nochmal einzeln langsam erklären in Schritten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein.